Fuß auch nochmal, ich bin aggressiv worden. A few moments later. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wird es so ein kleiner Vlog werden, nämlich aus der Markthalle im wunderschönen Wien. Und heute ist der erste Tag, heute ist Freitag und der Bodyweight Day, da bin ich jetzt zum dritten Mal hier sein und ist auf jeden Fall so ein Fibo Light, aber in besser, kann man so sagen. Denn hier geht es wirklich um den Sport, hier geht es wenig darum, wie sehe ich aus und Posing und dicke Hintern und so weiter, hatten wir alles auf der Fibo, ne? Hier geht es wirklich um den Sport, um zu zeigen, hey, was bietet eigentlich Bodyweight Training? Aber nicht nur im Bereich Calisthenics, sondern wir haben Pilates, wir haben hier Aerial, wir haben zum Teil auch CrossFit, weil das natürlich auch viel Bodyweight Inhalt hat, Element hat. Wir haben Pole Dance, zumindest letztes Jahr. Hier haben wir eine Handstand Mobility Area, der René macht es gerade schon warm, sehr, sehr gut. Mit Handstand und so weiter. Und natürlich hier mein Monkey Mobility Space. So muss das sein. Wir werden euch heute ein paar Impressionen geben und natürlich auch noch den morgigen Tag so ein bisschen impressionieren für euch. Denn hier ist auf jeden Fall einiges Cooles am Start. Danke an Bartflex, danke an Team Alpha Bar und alle, die hier daran beteiligt sind, weil das Event, das ist ein Herzensprojekt und das merkt man in jeder Faser. Also wirklich, wenn du hier bist, die Leute, denen geht es wirklich darum, Sport, einfach die Liebe zum Sport zu übertragen. Und das ist das, wo ich als erstes mit dabei bin. Also es geht um Bewegung und nicht nur um eine Bewegung, nicht nur um, hey, Bewegung ist das hier, Bewegung ist das, was in der Box ist, sondern Bewegung ist letztendlich alles, alles, was wir machen. Selbst atmen, das ist Bewegung. Ja? Und ich meine, lasst euch einfach mal so ein bisschen inspirieren. Es werden wahrscheinlich einige kommen und sagen, Leon, ich habe Schulterschmerzen. Da bin ich euer Mann und dann schauen wir einfach mal, was der Tag heute so bringt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich mache mich jetzt ein bisschen warm, weil ich habe wieder viel zu wenig geschlafen und war viel zu beschäftigt damit. Siehst du, ich finde kaum Worte. Viel zu beschäftigt damit, die schönen Bücher hier hin zu schleppen. Und deswegen bin ich einigermaßen verspannt und das werde ich jetzt mal ein bisschen lösen, damit es auch gut in den Bodyweight Day starten kann. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ja, keep moving und so, ihr kennt das. I'm just a kid living in a dream, what's the hate on that? I know I shouldn't interact with the 151, but Cardi Rum and V Kush still claim the sum, it's like I'm criminal minded like KRS-One. Where we first started, I'm the only artist to do this shit regardless. To bounce, we bounce to this, searching for the lifestyle, ignorant bliss. We rock stars with a brainless bitch, if you wanna party, then let's go. Got the best throw, concentration low, we cool. Also, wir zeigen euch mal, was es hier auf dem Bodyweight Day so gibt, dass ihr vielleicht nächstes Jahr auch sagt, hey, ich komme noch mal vorbei. Jetzt gerade nicht wundern, ist nicht so viel los, weil es ist Freitag. Das ist zum ersten Mal, dass das zwei Tage ist. Die zwei Tage waren vorher ein Tag, ne? Und da war an einem Tag mega viel los. Morgen wird natürlich mehr los sein, weil jetzt freitags um die Uhrzeit, wir haben jetzt so ungefähr 1 Uhr, ja, da arbeiten die Leute noch. Seht, gerade in der Mittagspause, nachher um 4 gibt es auf jeden Fall die erste Calisthenics Show, da werden auf jeden Fall mehr Leute da sein, die Competition. Und ja, das ist auf jeden Fall hier, ne, der Tag, um letztendlich alles, was das Thema Bodyweight so begehrt, anzusprechen. Selbstverständlich haben wir hier auch einige Geschichten wie Supplements und so weiter, weil das natürlich auch immer mit zum Sport, Fitness und so weiter gehört. Diverse Dinge, Nocho ist hinten auch am Start. Genau, und ansonsten zeigen wir euch gleich mal Folgendes. Und zwar gehen wir einfach hier mal rum. Hier wird gerade fleißig verkauft. Wo ist denn der Phil? Der ist ganz am anderen Ende. Sehr gut, dann gehen wir doch da mal hin. Sind die neu? Geil. Okay, also Gonation.
ist die Klamottenfirma von Philipp Hulsdonk. Gorilla Nation. Ja, und ist im Calisthenics eine Festung, wenn man so will. So sieht's aus. Ja. Unerschütterlich, wie ein Fels in der Brandung. So muss das sein. Das ist Marketing. So soll man das doch hier bewerben. Der Spruch, never give up, only pull up, habt ihr wahrscheinlich schon mal auf einem T-Shirt gesehen, was ich getragen habe. Das ist von Gornation. So habt ihr mal ein bisschen die Verbindung. Ja, Monique war auch bei einem der ersten Shootings, ne? Mit am Stissel. Das ist übrigens Lissy. Hallo, ich bin Lissy. Moin Lissy. Moin, ihr und hallo. Wollte ich gar nicht so jetzt in den Spot rücken, ja, dass du jetzt, genau, dass dir das peinlich ist. Wir kommen aber gleich nochmal vorbei. Ich quatsche nochmal ein bisschen. Bis später. Genau. Also, was ich sagen wollte ist, Calisthenics ist ja eine sehr junge Sportart. Eine Sportart, die an sich aus der Bronx kommt. Ihr könnt das Ganze nachlesen in dem Calisthenics Meets Mobility Buch. Letztendlich ist es sehr, sehr cool zu sehen, dass eine Sportart in dem Sinne so populär wird und was sich darum alles aufbaut. Ne? Natürlich eine Klamottenmarke, dann auch verschiedene Lifestyle-Brands oder Food-Brands. Ich finde das aus dem Aspekt immer sehr, sehr interessant, weil Sport und Bewegung, dazu gehört halt ein Gefühl. Damit du eine Sportart, eine Bewegung fokussiert machst und damit du auch motiviert bleibst bei deinem Sport, schau einfach, dass du eine positive Affirmation dazu aufbaust, ein positives Gefühl zu dem, was du machst. Und dazu gehört vielleicht auch, Klamotten zu tragen, die damit zusammengehören, bei denen du dich gut fühlst. Und wenn du sagst so, hey, never give up, only pull up, ja, das ist so das Mindset, was ich auch verkörpern will, was mich motiviert, beim Sport zu bleiben, in der Bewegung zu bleiben, super. So ein Tag ist immer gut dafür, dass du einfach mal siehst, dass du das Interesse mit vielen Leuten teilst. Und für mich geht es einfach auch darum, zu sehen, wie kann man denn den Sport fördern, wie kann man Sport so darstellen oder Bewegung so darstellen, dass jeder sich letztendlich abgeholt fühlt. Ja, dass er einfach sagen kann, alles klar, das ist etwas, was ich total geil finde und da bleibe ich dran, weil das Wichtigste ist, dass wir in Bewegung bleiben und erstmal ist es nicht wichtig, was du machst. Egal ob es Calisthenics ist, ob es Bodybuilding ist, ja hier, oder Kraft-3-Kampf, wie von Intelligent Strings, ne? Den Freunden soll, guck mal, da kommt der Machete, was geht? Alles Moin, gut. Ja, wie alles geht's gut, dir? Ja. Ja, ein bisschen müde, aber sonst alles cool. Ah, yo, sag mal, du bist ja auch ein bisschen breiter Kollege, ne? Vielleicht, ja, ich weiß noch nicht, ich gehe erst auf die Bühne, ich kann erst die Breite erst später definieren. Genau, du gehst, stimmt, du bereitest dich gerade vor, ne? Right, that's ja. Right. Noch 136 Tage bis zur ersten Show. Ja, da zählt man jede einzelne Sekunde, ne? Ja, richtig, sehr geil. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass beim Thema Sport es einfach wichtig ist, dass man etwas findet, was einen wirklich jeden Tag motiviert. Dass man einfach schaut, ey, ich habe irgendwie etwas, was mich antreibt, wo ich auch ein positives Gefühl zu habe, damit man auch regelmäßig ins Training geht. Intelligent Strength macht ja sehr vieles, da kann man im Dust Gym kann man eigentlich alles machen. Ja. Ne? Aber primär natürlich den Fokus auf Kraft-3-Kampf und Bodybuilding. Genau, ja. Strongman, Weightlifting. Strongman, Weightlifting natürlich auch. Also Kampfsport mittlerweile, also das breite Spektrum. Ja. Ja. Was motiviert dich, Bodybuilding zu machen? Ich glaube, dass man in der Jugend, wie du sagst, sollte man eher viele Sportarten ausprobieren, dass man einfach mal was findet für sich, was richtig ist. Und wenn man dann sich im Prinzip, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt Fußball, Placebo-Beispiel, also ganz normales Beispiel, merkt man, okay, gut, die Fußballer, die sind nicht nur am Feld und spielen, sondern die sind auch in der Kraftkammer, um ihre Basics zu machen, also als Verletzungsprophylaxe. Und irgendwann kommt man dann halt, merke ich mittlerweile, dass die Leute halt, wir haben viele Sportler, die eine andere Sportart machen und bei uns sich einfach sozusagen ihr Krafttraining abholen. Das okay, ist auch cool, sehr, sehr gut. Ja. Und beim Bodybuilding, ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um das zu finden, weil ich, wie gesagt, vieles ausprobiert habe. Am Anfang normales Training, ein bisschen Powerlifting, probiert, nie wirklich stark gewesen. Und dann eigentlich das Bodybuilding mit dieser Geißelung, was Diät und was Training angeht,
etwas gefunden, okay, das schafft nicht jeder, eine Diät, jetzt, meine ist jetzt 10 Monate, also wird sie gehen insgesamt, ich bin jetzt fast 5 Monate jetzt fast dran und es ist ein Spaziergang für mich und einfach das zu finden, was einem liegt, ich glaube, das muss man mal finden und Bodybuilding ist halt etwas, ich mag intensive, harte Sätze, also Cardio ist für mich einfach die Hölle auf gut Deutsch und andererseits auch die Diät halten und die Resultate dann zu sehen durch die Disziplin ist das, was mich halt vorantreibt. Sehr geil. Also wenn da jemand sagt, hey, da fühle ich mich irgendwie angesprochen von, ist egal, ob das jetzt Bodybuilding ist oder nicht, ihr müsst auf jeden Fall in das Gym. Punkt. Ja, also wir laden grundsätzlich jeden ein, zu uns zu kommen. Vor allem die Anfänger oder schon mäßig Fortgeschrittenen, weil wir sind sozusagen die Robin Hoods der Fitnessindustrie. Bei uns können Personal Trainer mit ihren Kunden zu uns kommen und trainieren, ohne Abgaben zu zahlen. Normalerweise kommst du als Trainer hin, musst die Hälfte deines PTs sozusagen abgeben, von dem, was du verlangst. Und wir sagen, na, ihr sollt zu uns kommen, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt Sachen ausprobieren einfach bei uns. Deswegen haben wir so eine Variation an Stangen und an unterschiedlichen Sachen. Die Leute sollen einfach das finden, was sie erfüllt im Leben. Und wenn das bei uns ist, ist das, wir freuen uns und das ist super geil. Und wenn das halt nicht bei uns ist, dann sind wir auch niemandem böse, wenn er sagt, hey, das ist doch nicht was, ich möchte lieber was anderes machen. Dann bitte mach das. Das Wichtigste ist, dass du glücklich wirst. Ja. Mega, ja, finde ich super gesagt. Das ist genau das, was ich letztendlich so ausdrücken wollte, aber du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Deswegen danke dir und wir sehen uns bestimmt nochmal im Gym. Und ja, wir sehen uns hier sowieso und dann morgen so, und so weiter. Ja. Einen schönen Tag dir noch. Ciao, Mama. Ja, also das ist das, was ich meine. Hier einfach von allem Möglichen kannst du lernen. Und das ist das, was Ido mir damals beigebracht hat. Zu sagen, hey, wie kannst du von jemanden, der Krafttraining macht, lernen? Wie kannst du von jemandem lernen, der Calisthenics macht? Wie kannst du von jemandem lernen, der tanzt? Wie kannst du von jemandem lernen, der Yoga macht? Weil irgendwo gibt es immer etwas, was du lernen kannst. Und für dich in deine Praxis, in deine Übung, in dein Training mit integrieren kannst. Denn, und das ist so mein Ansatz natürlich, etwas Ganzheitliches zu schaffen. Wenn du dich hoch spezialisierst und einen ganz krassen einseitigen Fokus fährst, hast du natürlich auf der anderen Seite auch immer etwas, mit dem du dann leben musst. Wie zum Beispiel Beweglichkeitseinschränkungen in XYZ, eventuell ein oder andere Überlastungserscheinung, weil wer Sport liebt und wer Sport gerne macht, der macht Sport sehr, sehr viel und bewegt sich sehr, sehr viel und das führt sehr gerne mal dazu, dass es dann teilweise einseitig wird. So, und deswegen auch da immer den smarten Hintergrund mit Mobility zu verbinden und zu sagen, alles klar, wie kann ich denn aus diesen einseitigen Bewegungen mal wieder rauskommen und mal wieder so ein bisschen was anderes machen. Meinem Körper andere Bewegungen geben, anderen Input. Genau, ich suche jetzt auch mal einen anderen Input und zwar, ich sehe da so eine Riesenschaukel oder hier so einen Adrenalin-Jump. Hier, komm, können wir mal hingehen. Oh, Taekwondo. Taekwondo ist auch geil. Ich hätte auch nochmal Bock, ein bisschen mit jemandem zu rollen. Ich habe eben gesehen, dass es MMA gibt. Und da hätte ich auf jeden Fall auch Lust zu. Aber ich glaube, jetzt hüpfe ich erstmal irgendwo runter. Von daher, seht ihr gleich. My wilderness taught me three things. You gotta be original. Drunk night, subliminal movements, be pivotal. Never really cry for pain, main. So I stunt like baby and I work like Wayne. Now let's pursue the children of the game. Yep, I'm just a kid living in a dream. What's the hate on that? I know I shouldn't interact with the 151 Bacardi rum and the Kush still craving some. It's like I'm criminal minded like KRS-One. Where we first started, I'm the only artist. Genau, das war ich guck. Okay, brauch zum Beispiel an der Wand immer das hier, ne? Solche Geschichten zu machen, dann aber auch mal in den verschiedenen Positionen Gelenke durchzugehen und so weiter. Schulterblattkontrolle. Kann man vieles machen. Hüfte ist halt, also teilweise hoch antreten, während man noch irgendwo schlüpft oder so. Da ist die Übung sehr, sehr cool, die Hüftcast, die wir gemacht haben ganz am Anfang. Ne? Dass du dich halt irgendwo festhältst und zum Beispiel, dass du dich in eine, ja, hier ist gerade ein bisschen problematisch. Wir gehen mal noch da vorne. Wir beehren die Damen mal und Herren hier beim Aerial Skill. Zum Beispiel, du hängst ja an der Wand. Dann nimm dir doch einfach, ne? Beispielsweise greif dir das Ganze hier und du musst den hätte ich gerne durchgezogen. Wo kam der her? Egal, ist jetzt meiner. Also, genau.
stell dir einfach vor, du hängst an der Wand, ne, bist hier stabil. Genau. Ist jetzt eine relativ unspezifische, aber schon spezifischer aufs Bouldern. Dann ziehst du das Ganze hier an. Ja, nicht mit der Hand. Wir wollen nicht dir behelfen, nicht passiv, sondern aktiv. Sehr gut. Und dann versuch einfach nur mal diesen Kreis, den wir eben gemacht haben, in Rotation nach hinten, hier vorne hin, Knie an Knie. Sehr gut. Bleib hier stabil. Genau. Jetzt wieder nach hinten raus, anziehen. Hinten raus und einmal rum, 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 rum. Sehr gut. Hoch und komm, jetzt hoch, 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 hoch. Ja, Wirbelsäule sollte nicht mitdrehen, wunderbar. Und Fuß an Fuß. Mach noch zwei Wiederholungen. Jetzt gucken wir das Ganze an.